Wunderschönen guten Tag, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich bin heute bereit, nach Hannover zu fahren, denn wir haben mit Fitlock ein großes Shooting. Aber ich muss dazu sagen, erst morgen. Das heißt, heute werden wir vielleicht so ein bisschen in Hannover Eis essen oder so, ein bisschen was essen gehen, mal so ein bisschen abchecken. Vielleicht auch ein bisschen Streetspots abchecken. Ich habe gar keinen Plan. Und morgen geht's dann rüber zum Deister. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Ich war zum ersten Mal übrigens beim Deister. Und falls ihr nämlich noch mehr verrückte Sachen sehen wollt, dann jetzt Abo. Gratis. Let's go. Alter Schwede. Hier draußen. Hannover hätte Zweines. Die Red Bulldose da unten, das Band. Hey, ohne Scheiß, ne? Spring mal bitte rein und fang mal die Ente. Puffi. Das ist ein Pico. Wunderschönen guten Tag, Freunde. Leute, ich kann das nicht glauben. Ich kann das nicht glauben. Ihr hört's, oder? Das erste, ich sag mal, nicht Street, nicht Griechenland Video. Und das ist einfach wieder am Regen. Was ist das, Leute? Naja. Freunde, ich befinde mich in Hannover am Deister. Denn wir haben heute mit Fitlock ein Fotoshooting. Ich habe ultra Bock gehabt. Ja, ich werde mich jetzt eben fertig machen, nicht anziehen. Und dann nehme ich euch einfach mal ein bisschen Tag mit. Und dann gucken wir mal, was der Tag so bringt. Alter Schwede, ey. Let's go. Mega Bock gleich auf Shooten. Hier oben ist natürlich gar kein Internetempfang, kein Netz, weil sie einfach im Auto sitzen bleiben und warten. Weil ich kein Stück weiß, wo ich hin soll. Und es ist alles Stockbooster hier. Hier gibt es nichts. Nichts. So, Leute, da mir jetzt gerade nichts anderes übrig bleibt, außer hier ein bisschen aufzuräumen und Zähne zu putzen, werde ich jetzt aufräumen und Zähne putzen. Fragt ihr euch bestimmt, warum meine Fahrräder hier drin sind und nicht unterm Bett. Leute, es tut mir unheimlich leid, aber ich werde jetzt einen Monat hier unterwegs sein und habe 4 Fahrräder mit. Eigentlich schon dumm genug, dass ich ein falsches Rad, nicht falsches Rad, aber mein Zeug nicht dabei habe. Aber naja, ich kann ja nicht alles mitnehmen, ne? Ich wüsste auch nicht, ob ich mich jetzt entscheiden soll, ob ich mein Dirtbike vielleicht nicht mitnehmen soll und dafür das Zeug. Aber ich habe noch ein paar Sachen vor mit dem Dirtbike. Deshalb war es, glaube ich, die richtige Entscheidung. Denn wir haben ja noch das andere Downhiller dabei. Vielleicht können wir auch gleich endlich mal mit dem Shooting anfangen. Wir werden von hinten da Fotos von uns gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera so gut hängt mit dem neuen Mount hier. Mein Schutzblech hängt auf jeden Fall schief, weil ich das in Willingen auf dem Lift drauf hatte. Und dann hat sich das verbogen. Aber macht nichts. Ich habe noch eins zu Hause oder 2. Habt ihr eigentlich Schutzbleche an euren Rädern? Also ich muss sagen, ich habe an meinen Rädern immer so kleine Mudguards dran. Aber wenn ich mit den Rädern fahre, wie zum Beispiel mit meinem Enduro hier durch den Wald oder mit meinem Downhiller auf den, auch so im Regen und so, dann immer so ein großes. Seit neuestem aber auch erst. Habe ich nicht ganz so viel von gehalten, muss ich sagen. Aber es ist eigentlich ganz geil, weil man wird halt echt nicht ganz so dreckig. Sieht ein bisschen kacke aus, aber mein Gott, man muss Abstriche machen. Oh, yeah, yeah. Hier ist aber... Okay, hier ist ein Sprung drin, Hermann. Hier springen wir gleich rüber. Ballern wir hier weiter. Okay. Das sieht gut aus.
Der Hermann. Das ist übrigens nicht mein Hund. Mein Harry, der ist heute zu Hause geblieben, tatsächlich. Weil ich die ganze Woche schon irgendwie auf, ab unterwegs bin und meine Mutter in Urlaub gefahren ist. Und weil der Harry gerade zu Hause war, hat die den einfach mal mitgenommen. Danke, Mama. Falls du das Video siehst, wovon ich ausgehe, ich hoffe, ihr beiden habt Spaß im Urlaub. Komm her. Ja, ja. So. Hermann, du musst ein bisschen jetzt aus dem Weg gehen. Oh. Oh, 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 oh. Boah, Junge, Alf, Alf, geh weg. War er das, oder? Ja. Du hast Bock, Herr Mann, ne? Du hast Bock. Kurve ist ein bisschen zu steil. Machen wir erstmal hier die Pfütze leer, damit der liebe Björn hier nicht dreckig wird. Ich glaube, das reicht, oder? Gucken wir mal. Next one, next shot. Ich hab ihn schon wieder nass gemacht. Safe habe ich ihn nass gemacht. Habe ich dich wieder nass gemacht? Ja, passt. Das ist gut. Ja. So, jetzt fahren wir auch so, ne? Genau, jetzt fahren wir auch so. Das ist doch geil, hat er gesagt. Das machen wir aber nochmal. Nur noch einmal. Es hat sehr viel geregnet heute Nacht. Laufen ist gefährlicher als fahren, glaube ich. So, ne? Rutschig. Und was sagst du vom ersten Trailabschnitt? Okay. Für einen. Richtig. Ja. Kannst du den Backen mitnehmen? Reinpacken. Gewinnen ist ja schon was anderes. Wir haben die umstrukturiert, damit das nicht so hässlich aussah. Also ist das ein Tipp ans... Schön, aber unpackt. Ja, das war ein Tipp ans genau. Mach nochmal. So? Ja. Oha. Chips don't lie. Anstrengend hochzuschieben? Oh, ist okay. Aber Mittag. Pause erzählen, bis man die Siedlung geht. Nagi, guckst du dir immer deine eigenen Videos auch an? Super. Ja, Hermann. Bin spät dran, aber. Finde ich geiler, die Farbe vom Rad, als die von deinem alten. Also, Hermann kommt immer mit deutlicher Verzögerung hier runter. Wie muss er aussehen? Also wenn man jetzt hier Mikros noch dran machen würde, dann könnte man beim Fahren einfach einen Podcast machen. Mach mal manuell. Das hast du ordentlich zerstört, die Kurve. Zeigen wir nicht. Zum Glück ist ja dieser Steiner, der die ganze Zeit meine Felge auffällt. Daheim drückt ab und zu meine Augen so ein bisschen runter, dann sehe ich mal so müde aus. Ja. Ah ja. Da kommen da. Dreckding genau in den Mund geschossen. So Freunde, das war's auch wieder mit dem heutigen Video. Ey, vielen lieben Dank an die Katharina von Fitlog, die ganze Zeit für mich mitgefilmt hat. Danke an Björn und natürlich an Johannes und seinen Hund Hermann. Es war ein wunderschöner Tag. Später am Abend ist noch ein bisschen Schitte passiert und zwar bin ich auf der Autobahn in Hannover liegen geblieben. Aber ich habe natürlich eine Versicherung beim ADAC und die haben mich sofort abgeschleppt. Bin eine Nacht auf dem Parkplatz dort stehen geblieben. Den Rest werdet ihr auf jeden Fall im nächsten Video sehen. Denn ich bin ab heute für eine Woche in Willingen, gebe natürlich Kurse und werde euch natürlich in meine Tage mitnehmen. Gott sei Dank ist bis dato noch gutes Wetter angesagt. Natürlich fahre ich heute gerade kein Fahrrad, schneide das Video. Das heißt, ist klar, dass gutes Wetter ist. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr einmal in die Kommentare schreiben würdet, was
euch gefallen hat und vielleicht was nicht. Habt ihr Bock auf solche Tage, wenn ich euch auf so Shootings oder so mitnehme? Ich würde mich freuen. Lasst gerne eure Meinung da und natürlich ein gratis Abo, falls euch der Kanal generell gefällt, um nicht noch ein Video zu verpassen. In dem Sinne, habt euch lieb, schönen Tag, Abend oder Nacht, was immer ihr auch habt. Euer Nakidai. Tschüss.